Ich lese es mal komplett unvoreingenommen. Ich will auch am allerliebsten gar nichts drüber hören. Also so irgendwie dann so eine Zusammenfassung, ja, und das ist das, wo das und das und das passiert, das will ich gar nicht wissen, sondern komplett unvoreingenommen, so wie der Zuseher dann auch den Film gucken wird, Schritt für Schritt das Drehbuch durchlesen. Und dann entwickelt man ja schon ein Gefühl und ich gucke dann natürlich beim zweiten Lesen so, wie ist meine Figur geschrieben? Also was sagt Gross? Wie sagt sie es? Kann ich mir das so vorstellen? Bei diesem Buch, das wir jetzt also gerade verfilmen, alles, was sie sagen, muss ich, da war ich total begeistert, weil ich auch immer gefunden habe, so wow, die haben so meinen Ton, den wir so entwickelt haben für Gross, der hat es total getroffen. Und tatsächlich ist es jetzt mittlerweile schon so, dass wenn ich das durchlese und ich gucke es auch nicht nur auf meine Figur an, so. Also ich lese jetzt nicht nur, was macht Gross, sondern ich konzentriere mich aufs Ermittlerteam. Und das ist echt ungewöhnlich, weil normalerweise liest man ein Drehbuch und guckt auf die eigene Figur, was die so tut und was die sagt. Und das ist jetzt echt schön, weil so von Fall zu Fall ich dann auch immer mehr schon weiß, aha, Falke macht dann das, das machen wir gemeinsam. Und also diese Teamarbeit beginnt eigentlich schon beim Buch. Und ich weiß dann auch schon so, ah, okay, diesen Satz, der da geschrieben ist, den wird Gross nie so sagen und den wird Falke nie so sagen. Und das finde ich dann auch ganz schön, was sich das manchmal dann bestätigt, weil ich mir dann schon vorstellen kann, wie das dann im Fertigen dann aussieht. Also das Offensichtliche natürlich, also ihr habt jetzt auch gerade schon zugeguckt, dass wir immer so kleine Schnipseln machen. Ne? Also das ist nicht, auf der Bühne macht man diesen großen Bogen. Und da gibt es diese Schnipselarbeit davor in diesen Wochen Proben. Und dann konzentriert man sich auf die Szene und auf die Szene und auf diese Nuance und auf diesen Satz. Und dann am Schluss muss man aber diesen ganzen Bogen herstellen auf der Bühne. Und hier ist eher die Schwierigkeit, immer so diesen Bogen im Kopf zu haben, aber dann doch sich an einzelnen Tagen nur auf diese einzelnen Schnipsel zu konzentrieren und da die Konzentration halten. Und dann halt morgens die Szene lesen, weil wir drehen ja auch nie chronologisch. Das heißt, was der Zuseher als Szene 1 sieht und dann als Szene 90, drehen wir vielleicht genau andersrum. Oder manchmal beginnt man mit dem Showdown am ersten Drehtag und muss sich dann auch irgendwie so denken, okay, das ist jetzt meiner Figur, ist das und das und das schon passiert, deswegen bin ich jetzt so und so drauf. Und das ist eigentlich der große Unterschied.